Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, Frau Minister, Kollegen des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren, im Saal gibt es keine mehr, aber nur mehr von den Bildschirmen. Ja, stressfrei in die Arbeit pendeln. Lassen Sie den Stau stehen und kommen Sie pünktlich ans Ziel. So lautet das Motto auf der Homepage der ÖBB. Und dann noch der Slogan, die tägliche Autofahrt in die Arbeit kostet Zeit, Nerven und Geld. Wer tagtäglich mit dem Zug in die Arbeit pendelt, wird jetzt eher an einen Scherz denken, meiner Meinung nach. Aber wenn es nicht so ernst wäre und es massiv auf die Psyche mittlerweile von vielen der Pendler gehen würde, müsste man ja fast drüber lachen. Aber in der Praxis ist es doch tagtäglich die ÖBB, welchen den Pendlern und den zugfahrenden Gästen Nerven kostet. Aber damit die arbeitenden Personen pünktlich in die Arbeit kommen oder Kunden der ÖBB pünktlich zu ihrem Termin, nehmen sie mittlerweile zur Sicherheit 2 Züge früher. Schließlich weiß man ja schon, dass es durchaus wieder sein könnte, dass der Zug wie meistens Verspätung hat oder gar ausfällt. Und ist man dann einmal im Zug drinnen, fängt der ganze Stress dann so richtig an. Besonders zu den Stoßzeiten oder wenn es eben, wie so oft, ein Zug ausgefallen ist, kämpft man um einen Sitzplatz. Vollgestopfte Züge sind Alltag. Und wenn man einen Sitzplatz ergattert, hat man wirklich ein Glück. Aber meist stehen die Personen ja außerhalb des Abteils mittlerweile dicht gedrängt. Manche setzen sich auch schon müde bei den alten Zügen, die schon aus dem Museum wieder reaktiviert worden sind, auf die Stiegen hin. Junge Menschen sitzen auf dem Boden. Es wundert an einem nicht, wenn man liest, dass man auf eine Antwort, auf einen Antrag zum Thema Fahrgastrechte und Erstattung eine Wartezeit von bis zu 4 Wochen im Durchschnitt hat. Die Bahnkunden bezahlen für eine Dienstleistung, welche sie, wenn man die Versprechen auf der Homepage liest, nicht erhalten. Aber eine weitere Farce sind die Pünktlichkeitswerte im Personennahverkehr. Hier wird mit einer durchschnittlichen Zeitverzögerung von 5 Minuten geworben, wie uns ja vorher die Frau Minister erzählt hat. Aber auch die Zotter, Entschuldigung, Schokolade, Verteilaktionen an den Bahnsteigen werden den Unmut und Ärger der Bahnkunden nicht versüßen. Ende 2018 zog die ÖBB Bilanz. Umsatz von 5,6 Milliarden wurde genannt, plus 25% mehr zufriedene Zuggäste. Ja, es war ja auch ein blauer Minister, welcher dieses Ressort über hatte, nämlich unser Norbert Hofer. Aber 2 Milliarden wurden in neue und Ausbauten der Infrastruktur investiert. 400 Millionen Euro wurden 2018 in neue Züge und Garnituren investiert. Bis 2024 wollte man 2,8 Milliarden in den Personenverkehr investieren. Auch die Pensionierungswelle hatte im Fokus, deshalb braucht es damals 10.000 neue Mitarbeiter. Ich frage mich, Frau Minister, was haben Sie in den letzten Jahren für die österreichischen Bahnkunden weitergebracht? Was haben Sie dafür geleistet? 2020 haben Sie den neuen ÖBB-Fahrplan präsentiert mit dem Slogan mehr Züge, mehr Platz, mehr Sicherheit. Im Nahverkehr haben Sie den Ausbau der S-Bahn versprochen, längere Betriebszeiten, verbesserte Intervalle, neue Doppelstückzüge hätten beschaffen werden sollen. Ja, Sie hatten zwar viel vor mit Ihrem größten Klimaschutzunternehmen, der ÖBB, aber irgendwie scheint es, sind Sie mit allen Ressorts überfordert und haben völlig den Überblick verloren. Sie zwingen der österreichischen Bevölkerung die grüne Transformationsideologie mit all ihren Maßnahmen auf und verlieren völlig den Überblick über die wirklich wichtigen Dinge des täglichen Lebens für die Menschen. Tagtäglich, wir haben es ja schon das eine oder andere gehört, pendeln 200.000 Niederösterreicher nach Wien und umgekehrt 80.000 Wiener täglich für ihre Arbeit nach Niederösterreich. 120.000 Personen aus der gesamten Ostregion haben sich ein Klimaticket gekauft, also bestimmt auch viele Pendler davon. Dazu kommen noch die Niederösterreichischen Regions- und Metropolregionstickets. Alleine diese machen allein in Niederösterreich 85.000 plus 15.000 Jahresstreckenkarten aus. Die ÖBB hat den Pendlern
diese teuren Tickets verkauft und nun verkünden dieselben letzte Woche am Montag den Notfallfahrplan. Es haben sich bereits mehrere Pendlergruppen auf Facebook etabliert, wo die leidgeplagte Bevölkerung ihren Frust der Verspätung der Züge und die vielen Komplettausfälle beschreibt. In meinem Heimatbezirk Mistelbach betrifft das Versagen der ÖBB, das Versagen von Ihnen, Frau Minister, und der ÖBB doppelt. Auf der einen Seite haben wir die Nordbahn und auf der anderen Seite die Laosbahn. Beginnen möchte ich mit der Nordbahn. Hier geht es nicht um Einzelfälle, hier geht es bereits um Statistiken, wie oft welcher Zug ausfällt. Statistisch gesehen fallen am meisten Züge um 6.33 Uhr in Bernstal zum Beispiel aus, die Züge um 15.57, 16.27, 16.57, von Leopold Dau nach Bernstal und so weiter. Mir hat eine Mutter geschrieben, die tagtäglich mit ihrer 6-jährigen Tochter auf den Zug angewiesen ist. Weiter schreibt sie, ich bin seit Anfang Jänner so weit, dass mein Wecker das erste Mal um 4.30 Uhr läutet, um zu schauen, ob der Zug fährt. Sonst stehe ich um 5.30 Uhr auf. Falls nicht, habe ich noch Zeit, um mein Kind aufzuwecken und fertig zu machen. Ist für meine 6-jährige Tochter auch extrem mühsam. Und weiter sind meistens die Toiletten versperrt, die Fäkalientanks voll und so weiter. Ähnlich die Einträge der Bevölkerung, die mit der Laosbahn angewiesen unterwegs sind. Hier sind die Pendler im Schnitt pro Woche 6 bis 9 Stunden länger unterwegs, um zur Arbeit und zur Schule zu kommen. Durch Ihre Versäumnisse, Frau Minister, der letzten Jahre verlieren Mitarbeiter mittlerweile ihre Jobs, Beziehungen gehen zu Bruch, Schularbeiten werden versäumt. Sie, Frau Minister, haben noch mit den grünen Landtagsabgeordneten aus Niederösterreich Pressekonferenzen gegeben. Gemeinsam auch ÖVP-Bundes- und Landespolitiker haben die Durchführung des zweigleisigen Ausbaus der Laosbahn verkündet. Das waren wieder nur leere Versprechungen. Und der Einzige, der Ihnen eineinhalb Jahren, wo er Verkehrsminister war, etwas weitergebracht hat, war Norbert Hofer. Ja, Sie können lachen, aber in diesem Zeitraum wurde wenigstens die Planung fertiggestellt. Und was haben Sie, Frau Minister, daraus gemacht? Sie haben auf der Strecke einen Teil des Unterbaus neu gemacht. Ja, Frau Minister, aber eingleisig und eine neue Brücke eingleisig errichtet. Und zu sagen, jetzt da rufen Sie mir rüber aufs Rednerpult, dass es eine Lüge ist. Das stimmt nicht. Sie können rausfahren, setzen Sie in Zug und dann schauen Sie sich an, ob der Unterbau, der neu gemacht wurde, eingleisig ist und ob die Brücke, die neu eingleisig ist. Ja? Also sagt jetzt von mir auf Rednerpult, als Ministerin, dass ich lüge. Das ist, weiß ich vollkommen weg. Hören Sie auf. Hören Sie auf. Das ist Ihre scheinheilige Verkehrspolitik. Ja? Und so sieht die grüne Verkehrspolitik aus, wo zu Lasten der ländlichen Bevölkerung das Autofahren so. Herr Bundesrat Bernard, es hat am Präsidium kein Mensch einen Zwischenruf der Ministerin gehört. Sie hat zu mir gesagt, es ist eine Lüge. Also ich bin ja nicht derisch. Reden Sie, können Sie ein Loch herauskommen. Der ländliche Bevölkerung des Autofahrens wird so verteuert, dass es für viele unleistbar wird. Und aber auch auf der anderen Seite der Bevölkerung zusätzlich, um vom Versagen der schwarz-grünen Bundesregierung abzulenken. Natürlich aus wahlkampftechnischen Gründen. Schwarzer Sand wird mit falschen Beschuldigungen verteilt. Ich fordere Sie auf, zum Wohle der Pendler, die noch verbleibende Zeit zu nutzen, die von Ihnen geprägten Missstände so schnell wie möglich zu beheben. Und jetzt kommen wir zur faktenbasierten Debatte. Ja? Ja? Ihr braucht zu lachen. Also wenn ich die ganze Zeit, ja, die Marlies Doppler hat mehrmals gesagt, Adolf.Gross. Ja? Und Sie haben die ganze Zeit gesagt, das stimmt nicht. Also ich habe jetzt da auf die Homepage von Vorarlberg, wo die E-Mail-Adresse adolf.gross@vorarlberg.at steht, in der Zeit ein E-Mail geschickt und es ist nicht zurückgekommen. Also wird es schlimmer. Aber zur faktenbasierten Debatte. Zur faktenbasierten Debatte. Was wollen Sie mehr? Wollen Sie von den Pendlerinitiativen von heutigen Tag die ganzen Zugausfälle? Sie haben gesagt, 5 Minuten Verspätung im Durchschnitt, bis zu 15 Minuten. Stundenweise, hier auf der Facebook-Seite, sieht man, dass stundenweise Züge ausfallen. Also keine 5 Minuten oder 10 Minuten Verlegung,
bis zu einer Stunde stehen die Leute am Bahnsteig. Und der Norbert Hofer wurde zum Beispiel eine Blaulichtgarnitur eingeführt, dass zum Beispiel die Züge auf der Strecke auf der Nordbahn nicht mehr umdrehen. Sie waren diejenige, die das Ganze wieder abgeschafft hat, zum Thema für die Pendler. Und ich habe bis jetzt immer geglaubt, Hasspolitik gibt es nur in den Moscheen. Aber wenn man sich unseren Adolf Gross anhört, oder Adi Gross, wie er sich nennen will, dann weiß man, was Hasspolitik ist. Hasspolitik gegen die Autofahrer. Ja, man hört das aus jedem Wort heraus. Und für mich selbst gibt es nur eins, Frau Minister. Es ist höchste Eisenbahn für Ihren Rücktritt. Ihr politischer grüner Zug ist schon längst abgefahren.